Wie macht der Bolzbär? Je mehr Kilos, desto besser. Bolzt mit Bauch, dafür stehen die Flensburger Bolzbären. Umso mehr Kilos, umso willkommener ist man. Das heißt nicht, wenn man jetzt gerade mal 20 Kilo mehr hat, dass man nicht willkommen ist. Im Gegenteil. Es muss halt passen. Denn wichtig ist Gründer Marco Stoll die Gemeinschaft. Zusammenschwitzen, Spaß haben und fitter werden. Seit September treffen sich die Fußballer einmal pro Woche zum Kicken. Und Absagen lässt er nur in Ausnahmefällen gelten. Wir sind ganz normale, dicke Fußballer. Ein richtiger Bolzbär. Und es gehört auch dazu, dass man dann sich einmal die Woche jeden Sonntag hierher bewegt, in der Gemeinschaft, wo man sich austauschen kann. Dafür habe ich diese Plattform und das Ganze aufgebaut und ich baue noch weiter auf. Und die schwergewichtige Kickergemeinschaft wächst. Beim nächsten Training ziehen die Bolzbären in eine noch größere Halle um. Mehr Platz für noch mehr Leute. Man lernt stetig neue Leute kennen. Man spricht viel miteinander. Jeder hat so gewisse Beweggründe. Man fühlt sich nicht alleine mit dem, was man hat. Auch mit dem Bauch, den man hat. Das gehört ja nun mal mit dazu. Seit 3 Jahren habe ich mich so gut wie gar nicht bewegt, um mich zu sagen, ich habe mich gar nicht bewegt. Sitze im Büro den ganzen Tag und sich zu motivieren, mal Sport zu machen. Ist dann in der Regel auch schwierig, wenn ich jetzt mal an Fußball im Verein denke. Da sind in der Regel dann Leute, die schon halbwegs fit sind. Da brauche ich gar nicht anfangen. So, und hier hat man natürlich die Möglichkeit, auch wenn man so ein bisschen unfit wie ich ist, dass man dann sagt, okay, weißt du was, dann mache ich hier mit. Und das funktioniert und man hat Spaß. Und man sieht auch andere, die leiden. Also ist schon was Positives. Also wichtig ist mir in erster Linie, dass die Gesellschaft ein bisschen aufgerüttelt wird, was die Dicken angeht. Nicht jeder ist dick, weil er gerade viel gegessen hat oder weil er andere Leiden vielleicht hat. Man weiß es nicht. Beim einen ist es krankheitsbedingt, bei dem anderen nicht. Hier will ich mehr Verständnis haben. Und das heißt nicht, dass ein Dicker ausgeschlossen werden soll vom Sport. Und warum heißt es nicht so schön, Fußball ist für alle da, warum nicht auch Dicke? Jetzt wünschen sich die Bolzbären noch einen Sponsor für neue Trikots. Und dann soll es am besten bald noch ein Spiel gegen die Kilo-Kickers aus Kiel geben. Yeah!